Einen wunderschönen guten Tag. Im Rahmen der KISS stellen wir heute vor Vera Besse und Stefanie Greiter, die uns über Our Solar Town Webinar vorstellen, wie es möglich ist, mit Off- und Online-Lehrmaterialien Klimabildung in der Schule am Beispiel der Solarthermie zu machen. Sie haben das Wort und wir freuen uns auf Ihren Beitrag. Herzlichen Dank. Wir freuen uns sehr, dass wir im Rahmen von dem tollen Projekt mit dabei sein können. Und ich zeige Ihnen jetzt auf der nächsten Folie gleich, was wir in den nächsten 25 Minuten vorhaben. Einerseits, wir wollen uns kurz vorstellen, damit Sie wissen, wer hinter dem Projekt steckt. Dann das Projekt selbst vorstellen, den Unterschied zwischen Solarthermie und Photovoltaik herausstreichen. Sie erfahren etwas über die Solarcamps, die schon durchgeführt wurden. Und dann gehen wir auf die Projektergebnisse ein. Im Rahmen von diesem Erasmus-Projekt sind Unterrichtsmaterialien entstanden, Tools, Online-Materialien und ein E-Learning. Und Sie können das alles kostenfrei auf unserer Webseite solartown.eu herunterladen. Und als Letztes geht es dann um den Solartown Award. Mein Name ist Vera Besse, ich komme aus einem österreichischen Unternehmen und wir haben verschiedene Projekte mit komplexer Software im Umweltbereich. Und besonders mag ich in diesem Rahmen hinweisen, dass wir auch ein anderes Projekt zum ökologischen Fußabdruck gemacht haben, wo es einen Fußabdruck für Jugendliche gibt, Fußabdruckrechner unter ecofood.eu, falls Sie sich das anschauen möchten, und auch unsere akarium.com-Webseite, damit Sie wissen, wer wir sind. Steffi? Ja, einen schönen guten Nachmittag auch von meiner Seite. Ich bin die Stefanie Greiter vom Klimabündnis Steiermark und möchte kurz das Klimabündnis vorstellen. Wir sind eine Umweltschutzorganisation und das Besondere beim Klimabündnis ist, dass es sich um eine Partnerschaft handelt. Zum einen zwischen europäischen Städten und Gemeinden, die hier in Europa alles daran setzen, dass wir unsere CO2-Emissionen reduzieren, und auf der anderen Seite mit einer Gruppe von indigenen Völkern im Amazonas-Regenwald. Da ist die Karte eingeblendet. Das ist ganz im Nordwesten von Brasilien. Das kann man jetzt schwer abschätzen, wie groß das ist. Dieses dunkelgrün umrandete Gebiet ist ungefähr so groß wie Österreich und Slowenien zusammengenommen und macht damit aber nur ein Achtzigstel vom gesamten Amazonas-Regenwald aus. Aber durch diese Partnerschaft ist dieses Gebiet geschützt, denn wenn man Klima schützen möchte, darf man natürlich die Regenwälder nicht vergessen. Und hier kurz, damit man sich vorstellen kann, wie groß unser Netzwerk mittlerweile ist. Also in ganz Europa haben wir ein bisschen über 1800 Gemeinden und davon sind über 1000 in Österreich. Wir haben auch zum Beispiel in Österreich fast 1300 Betriebe mittlerweile. Es sind, glaube ich, jetzt sogar schon 700 Bildungseinrichtungen. Alle neuen Bundesländer von Österreich sind dabei. Also ein Riesennetzwerk und wir alle arbeiten gemeinsam am Klimaschutz und versuchen da neue Ideen zu entwickeln. Das Projekt hat von 2018 begonnen und läuft noch bis zur Mitte des Jahres. Es waren 5 Partner insgesamt mit dabei aus Österreich, Slowenien, Belgien und Griechenland. Und unser Ziel war, Unterrichtsmaterialien zur erneuerbaren Energie und Klimakrise zu erstellen und andererseits wirklich praktische Anleitungen zum Bau von Solarthermieanlagen inklusive verschiedener Tools, die man benötigt, wenn man diese Anlagen baut. Und deshalb gibt es diese Materialien auf unserer Webseite nicht nur in deutscher Sprache, sondern auch in englischer Sprache und, wenn Sie möchten, auch auf Griechisch und auf Slowenisch. Auf der nächsten Seite sehen Sie, dass hinter dem Projekt noch mehr Leute stecken. Das war zu dem Zeitpunkt, als man noch reisen durfte. Und das ist das Projektteam, das die Materialien gemeinsam erstellt hat. Ja, und also die Vera hat es gerade schon gesagt, es ist ein Projekt, da geht es um Solarthermie, die Nutzung der Sonnenenergie, um Wärme zu erzeugen. Und die weitaus bekanntere Art der Nutzung von Sonnenenergie ist natürlich die Photovoltaik. Das kennen auch die meisten Schüler und Schülerinnen, wenn man an die Taschenrechner zum Beispiel denkt. Und
Bei uns geht es aber um die noch effizientere Nutzung der Sonnenenergie. Also wir, im Gegensatz zu den Photovoltaikanlagen, wird Strom erzeugt, sondern wir nutzen eben die Sonnenenergie, um Wärme zu produzieren. Also bei der Solarzellen oder Sonnenkollektoren, da wird eben, das ist im Grunde wie der schwarze Schlauch, der im Garten liegt, in der Sonne, in schwarzen Röhren erwärmt sich eine Flüssigkeit und diese Wärme wird dann auf das Wasser übertragen, das man dann zum Beispiel zum Duschen, zum Heizen und so weiter verwenden möchte. Und diese Solarthermie ist sehr effizient und im Gegensatz zur Photovoltaik sind solche Sonnenkollektoren auch relativ einfach zu bauen und nicht so kompliziert aufgebaut. Und ja, die, um die geht es also in diesem Projekt. Ich mag Sie ersuchen, darüber nachzudenken, ob Sie denken, dass Schülerinnen und Schüler einen Solarkollektor bauen können. Bitte gehen Sie dazu in den Chat im YouTube-Kanal und geben Sie dort ein Plus ein, wenn Sie glauben, dass Schüler das machen können und ein Minus, wenn Sie meinen, das ist nur für Erwachsene möglich. Das Ergebnis wird man natürlich jetzt hier schwer checken sozusagen, aber es werden wir uns dann einfach nachher anschauen. Aber es ist oft so, dass viele Leute da eher sagen, na, das ist unmöglich, das ist zu kompliziert, das geht nicht. Ja, aber ich glaube, Sie können das ja noch ein bisschen tun, aber wir werden, glaube ich, trotzdem weitermachen, sonst läuft uns Zeit davon. Und die nächste Frage wäre, dass was man glaubt, welches Alter jetzt sozusagen für so einen Bau von Sonnenkollektoren sozusagen günstig ist. Wer mag, kann da auch seine Einschätzung reinschreiben. Und ansonsten, ich löse das auf, Vera. Ja. Ja, genau. Also es ist so, dass wir in der Steiermark mittlerweile insgesamt 14 Mal mit Schülerinnen im Alter von 12 bis 14 Jahren Sonnenkollektoren gebaut haben. Bei uns in der Steiermark nennen wir das die Solarcamps. Und ja, das hat alles gut funktioniert. Und also 12 bis 14 oder sagen wir 10 bis 14 Jahre ist ein gutes Alter, wo man solche Projekte umsetzen kann. Und ich möchte da kurz ein paar Bilder von diesen Solarcamps zeigen. Was mich sehr fasziniert und auch sehr viele Lehrerinnen und Lehrer, dass Mädchen und Buben ganz gleich an den Sonnenkollektoren arbeiten. Es war sogar oft so, dass Lehrer oder Lehrerinnen gesagt haben, boah, dass die Susi da auf einmal hämmert und malt und schraubt und so, hätten sie nie gedacht. Also da sind manchmal sogar Fähigkeiten hervorgekommen, die vorher gar nicht bekannt waren, sozusagen so im normalen Schulalltag. Bei uns, bei diesen Solarcamps, ist es so, dass wir immer einen theoretischen Hintergrund mit den Kindern machen. Also wir haben Workshops zum Thema Energie und Klima. Und der Hauptpunkt aber von den Solarcamps und was den Schülern und Schülerinnen am meisten Spaß macht, ist dann natürlich das Bauen der Sonnenkollektoren. Und das kann man grob in drei sozusagen Abschnitte einteilen. Einmal muss man einen Rahmen bauen, wo die Kollektoren dann drinnen sind. Das ist meist ein Holzrahmen, der dann auch gedämmt wird. Sieht man hier schön auf den Fotos. Dann müssen die sogenannten Absorber, die eben die Wärme der Sonnenenergie dann sozusagen aufnehmen, zusammengesetzt werden. Das sind solche langen Streifen. Die müssen vernietet werden, dass sie nicht auseinanderrutschen und an so Sammelrohre angelötet werden. Und wenn man das dann gemacht hat, dann werden eigentlich diese Absorber in den Rahmen reingehoben. Es kommt dann oben noch eine Abdeckung drauf, also so ein Metallrahmen, wo dann Glasplatten zum Schutz draufgeschraubt werden. Und dann sind sie im Prinzip fertig, die Sonnenkollektoren. Also ist ein bisschen vereinfacht, aber das ist einmal so grob, sind das die Arbeitsschritte. Und was wir beim Solarcamp auch immer haben, dass wir das dann der Öffentlichkeit präsentieren. Die Presse steigt da immer sehr gerne ein und wir haben so Veranstaltungen und es entsteht eine Zeitung, wo die Schülerinnen und Schüler ihre Erfahrungen sozusagen festhalten und auch eine schöne Erinnerung haben an das Projekt. Was gibt es nun für Materialien? Einerseits gibt es Offline-Materialien, die zum Download bereitstehen und andererseits gibt es Materialien, die online genutzt werden können. Die Idee war, dass wir nicht nur den wunderbaren Teil vom Zusammenschrauben machen, sondern den Schülern einerseits die gesamte Theorie über Energieträger, über Sonnenenergie, über Klimawandel
mitgeben und andererseits dann auch die Planung der Anlage und auch die Standortwahl und die Finanzierung und dann nachher die Öffentlichkeitsarbeit und die Solarzeitung in einem Prozess abbilden, dass die Schüler da wirklich nachher befähigt sind, so ein Projekt theoretisch auch noch einmal zu Hause oder in örtlichen Schwimmbad oder sonstiges durchzuführen. Also das werden eine Menge Skills abseits des klassischen Lernens vermittelt. Die Materialien sind so modular aufgebaut, dass man auch möglicherweise sagt, ich habe nur Zeit für ein Rollenspiel, ich habe nur Zeit für eine theoretische Einheit zur Sonnenenergie, das auch so zu nutzen. Die praktischen Einheiten zum Bau der Anlage sind so gestaltet, dass sie anhand dieser Materialien wirklich auch als Lehrkraft befähigt sind, den Bau dazu übernehmen. Wir haben auch einen technischen Leitfaden, wo empfohlen wird, einen Techniker mit an Bord zu nehmen. Und die Online-Materialien, hoffentlich jetzt gerade besonders interessant, gibt es die theoretischen Einheiten noch einmal in Online-Form, wo die Schüler einzeln daran arbeiten können. Und was wir auch dazu entwickelt haben, ist ein Planungstool, bei dem der Prozess der Entstehung mit protokolliert und mit dokumentiert werden kann, damit man sich leichter tut, diese einzelnen Schritte im Auge zu behalten. Und als zweites ein Planungstool, wo die Schüler tatsächlich eine Solaranlage planen können. Und das ist ein voll funktionierender Solarplaner. Die nächste Seite, bitte. Diese beiden Planungstools finden Sie hinter der roten Lasche auf der Webseite solartown.eu. Da ist für eine Klasse eine Anmeldung notwendig. Die Anmeldung ist kostenfrei und bleibt auch so. Und was die Schüler da lernen, ist den Umgang mit einem vollkommen neuen Online-Tool. Und sie lernen einerseits, welche Daten und Fakten brauche ich, um zu entscheiden, wo ist der beste Standort, wie groß gehört die Anlage dimensioniert und andererseits auch die Darstellung, dass komplexe Entscheidungen nicht nur immer auf Fakten und sozusagen das Tool kann einem nicht alleine sagen, wo der beste Standort ist, sondern es gibt viele Fakten und es gibt eine Diskussion darüber, einfach diese Methode der faktenbasierten Entscheidungsfindung anhand der Standortwahl auszuprobieren. Was auch noch dazu kommt, ist die Zeitung zusammenzustellen und innerhalb des Tools ist es dann ganz einfach für den Europäischen Solar Town Award einzureichen. Vera, bist du? Ja? Ja, ich bin noch da. Die zweite Seite ist die grüne Lasche, Unterrichtsmaterial. Dort können Sie ohne Anmeldung hingehen und sich die einzelnen Module oder alles gleichzeitig herunterladen, damit Sie die Materialien zur Verfügung haben. Die haben jeweils eine kurze Beschreibung und sind eben kostenfrei herunterzuladen und sind dann Anleitungen für Sie als Lehrer und Lehrerinnen, damit Sie das in den Klassen verwenden können. Und das Ganze ist natürlich auch auf Deutsch, gell? Da außer den englischen Screenshots drinnen, okay. Präsentation, gell? Aber wie gesagt, 4 Sprachen, also man kann da dann die Sprachen auch wechseln, genau. Ja, kommen wir zu den Lehrmaterialien, die es offline als Download, also in Form von PDFs gibt. Die Vera hat das eigentlich eh schon gut sozusagen diesen Überblick gegeben. Und diese Lerneinheiten sind eigentlich immer so aufgebaut, dass es Hintergrundinformationen gibt, dass wir sozusagen so eine Idee oder sozusagen alle Anleitung geben, wie das Ganze durchgeführt werden kann innerhalb einer Unterrichtsstunde. Es gibt Arbeitsblätter in vielen dieser Lerneinheiten, Anleitungen zu Experimenten. Und da haben wir eben auch die speziellen Icons dazu. Und ich möchte kurz ein paar solche Materialien herzeigen. Also wie gesagt, immer die Hintergrundinformationen, also die sehen wir links oben und rechts oben wäre so ein Beispiel, also für die Durchführung, also wie viel Zeit braucht man, welche Methodik wird verwendet, sozusagen, welches Material wird gebraucht und so weiter. Die Arbeitsblätter, da ist ein Beispiel von so einem Arbeitsblatt auch und eben Experimente, die man mit den Schülern und Schülerinnen durchführen kann.
Und das ist jetzt eine der praktischen Einheiten. Das ist also dieser Bau der Kollektoren. Da sieht man wirklich, also wir haben 14 verschiedene Arbeitsschritte und die sind wirklich jeder mit einer Seite beschrieben. Worauf muss man achten? Woraus besteht der Arbeitsschritt? Es ist sehr detailliert beschrieben. Wir empfehlen aber natürlich, wie die Vera auch schon gesagt hat, trotzdem eine Technikerin oder einen Techniker mit an Bord zu holen. Beim E-Learning ist eine Anmeldung pro einzelnen Schüler notwendig, ebenfalls kostenfrei. Es gibt Lektionen zu Energieträgern, zu Sonnenenergie und zum Klimawandel. Und das können Sie natürlich total flexibel einsetzen, entweder als Hausübung, als Telelearning, als Vorbereitung auf die Klasse oder als Wiederholung. Ja, gibt auch einen Leitfaden, wo praktisch das gesamte Wissen sozusagen, was muss man bedenken, die Vorbereitungen, die Unterrichtsmaterialien sind beschrieben, wo man so alle gesammelten Informationen hat. Das ist unser Leitfaden für die Verwendung der Unterrichtsmaterialien. Und wir haben aber gesagt, wir wollen auch einen technischen Leitfaden, denn auch eine Technikerin oder ein Techniker ist vielleicht nicht gewohnt, immer mit Schülern und Schülerinnen zu arbeiten. Und da sind dann zum Beispiel auch so Tipps drinnen, was muss ich achten, wenn ich so ein Projekt mit einer Schulklasse durchführe. Das wird uns auch immer wieder gefragt, was kostet so eine Anlage. Wir verwenden im Rahmen der Projekte in der Steiermark Bausätze und wir kommen auf Materialkosten von circa 5.000 Euro. Wir bauen meist zwei Sonnenkollektoren A8 Quadratmeter. Im Durchschnitt kann man sagen, es sind zwischen 250 und 300 Euro pro Quadratmeter. Dann haben wir zwei Techniker dabei, die uns circa 3.000 Euro kosten, wobei die uns auch die ganzen Vorbereitungen, Materialbestellungen und so weiter übernehmen und eben dann die Tage beim Bau dabei sind. Und dann kommen natürlich auch die Installationskosten dazu und da muss man eben schauen, wie sind die Gegebenheiten. Ist es ein komplett neues Gebäude? Kann das irgendwo dazugehängt werden? Sind Sonnenkollektoren vorhanden, die erweitert werden? Also da kann man keine Kosten jetzt wirklich genau angeben. Das variiert so sehr nach den Gegebenheiten. Und nur ganz zum Abschluss noch jetzt kurz ein paar von unseren Sonnenkollektoren aus der Steiermark. Wir haben Warmwasserbereitung für ein Sporthaus, also für die Fußballspielerinnen und Fußballspieler in Stubenberg. Rechts im Bild, das sind Sonnenkollektoren, die das Warmwasser des Schwimmbads in Lietzen erwärmen. Und unten links das Bild ist für eine große Schule in Graz. Da waren schon Sonnenkollektoren und da ist das bestehende System einfach erweitert worden. Und die Rückmeldung von Schulwarten und von den Gemeinden und so weiter ist, die funktionieren ganz gleich wie gekaufte Sonnenkollektoren. Und zu guter Letzt möchte ich Sie gerne einladen dazu, beim Solartown Award mitzumachen. Wir wissen, dass das heurige Jahr ungünstig ist, aber ich glaube, die Klimakrise wartet nicht darauf, bis wir mit der Corona-Krise fertig sind. Zum Solartown Award können Sie einreichen, wenn Sie einige von diesen Lektionen machen und ein bisschen was dokumentiert. Das geht ganz leicht in dem Process Guide. Dort mit einigen Schritten ein paar Fragen zu beantworten und dafür einzureichen. Es gibt Preise bis zu 500 Euro zu gewinnen pro Schulklasse und ich möchte Sie ganz herzlich einladen, dorthin zu gehen und sich das anzuschauen. Natürlich würden wir uns am meisten darüber freuen, wenn jemand wirklich den Bau einer Anlage startet. Aber wir können das durchaus verstehen, wenn Sie Ihre Begeisterung für dieses Jahr bremsen und das fürs nächste oder übernächste Schuljahr andenken. Wir freuen uns auch, wenn dann in weiterer Folge, wenn das Projekt vorbei ist, diese Materialien genutzt werden und Solarthermieanlagen entstehen. Genau, ja. Ich glaube, damit sind wir eigentlich schon am Ende. Ah, Entschuldigung, das kann ich gleich weiter tun. Genau. Ja. Ganz herzlichen Dank. Sind gut in der Zeit. Ja, genau. Ganz herzlichen Dank für diese wunderbare Präsentation. Ich finde es vor allem großartig, man sieht an diesem österreichischen Beitrag, wie wir doch alle vernetzt denken. Und überregional und auch sogar über die eigenen Grenzen der jeweiligen Länder hinaus denken und als Lehrer und uns entsprechend vernetzen.
wollen, beziehungsweise die Kompetenz entsprechend streuen und Netzwerke schaffen, an denen dann wieder Kollegen sich Ideen ableiten können und kooperieren können vor allem. Ein ganz, ganz großes Dankeschön an dieser Stelle. Und es sind auch noch Fragen aufgetaucht, die sich ganz konkret mit der Umsetzung beschäftigen. Also Sie haben das ganze Projekt hier im Rahmen von Erasmus Plus aufgezogen. Das war ja sozusagen der Hintergrund. Auch gerade Erasmus Plus nochmal, dieser Gedanke des europäischen gemeinsamen Agierens, das ist natürlich auch noch wieder ein ganz toller Ansatz. Und Sie haben auch betont, dass die Handlungskompetenz der Schüler gefördert wurde und dadurch eben auch ihre Selbstwirksamkeit, oder sie gelernt haben, Selbstwirksamkeit festzustellen im Sinne von, hey, ich kann ja ganz andere Dinge als vielleicht nur die 10 Vokabeln, die mir fehlten. Das sind, glaube ich, sehr, sehr wichtige Dinge, die junge Menschen lernen müssen, gerade im Kontext der Klimabildung. Genau. Die Kostenfrage ist natürlich eine spannende Frage und da schließen sich zwei Fragen an. Zum einen die personellen Ressourcen, also wenn ein Kollege sagen würde, hey, das ist ein tolles Projekt, was muss er berücksichtigen, also Zeit, Umfang, personelle Ressourcen, wie kann er da argumentativ auf die Schulleitung zugehen? Also man kann natürlich, da hat man verschiedene Möglichkeiten. Man kann das sozusagen übers Jahr strecken, dass man sozusagen mal mit dem theoretischen Hintergrund anfängt und dann sozusagen den Bau würde ich, glaube ich, konzentriert mehrere Tage hintereinander machen. Ich kann vielleicht kurz vorstellen, wie wir das in der Steiermark machen. Wir haben Arbeit mit einer Schulklasse, die wird geteilt und eine Hälfte der Klasse hat immer Theorieunterricht und die anderen bauen und dann wechseln die ab, sodass die wir bauen aber den ganzen Tag, also vormittags und nachmittags, sodass sie praktisch immer einmal Praxis, einmal Theorie, dann wird gewechselt und das ist sozusagen viermal, jeweils 1 Stunde. Und dann sind nach 2 Tagen diese 2 Sonnenkollektoren fertig. Und der 3. Tag wird meist noch verwendet, falls irgendwelche Kleinigkeiten noch gemacht werden müssen, beziehungsweise dann zur Präsentation der Anlagen. Also rein für den Bau braucht man sozusagen 2 volle Tage. Und von vom Personal her ist es so, dass wir eben immer 3 Technikerinnen und also Techniker dabei haben, weil wir aber auch 2 Sonnenkollektoren bauen, also dass jeder von den einen betreut. Ja. Und wir haben mindestens 2 Lehrerinnen und Lehrer noch zusätzlich dabei. Und meine Kollegin Klimabündnis, die Frau Unger und ich, wir betreuen dann, wir machen den theoretischen Teil und ja, das Erstellen der Zeitung und solche Dinge. Das wäre so die Mindestanforderung. Und was auch noch super ist, wenn man den Hausmeister mit im Boot hat, weil der oft auch natürlich eine super Unterstützung ist. Das wäre so. Danke. Die zweite Frage bezieht sich auf Ansprechpartner. Also die Kosten haben Sie ja transparent gemacht. Das heißt, das ist ja etwas, was die Schule selber stemmen wird. Ich weiß nicht, welche Erfahrungen Sie da weitergeben können. Da ist ja sicherlich dann entsprechend auch der Landkreis oder wer dann entsprechend als Schulträger agiert, einzubeziehen. Also bei uns ist es so, dass wir die Materialkosten und diese Dinge über das Land Steiermark finanzieren und die Installation der Kollektoren finanziert dann der Schulerhalter, beziehungsweise also bei uns ist es meist die Gemeinde, also wir machen das mit Mittelschulen, das sind Gemeindeschulen und die finanzieren dann die Installation. Oder es gibt auch die Möglichkeit, das über Erasmus-Projekte zu fördern, beziehungsweise die nächste Variante, die möglich ist, ist, dass das nicht auf der Schule gebaut wird, sondern auf einem Privathaus in der Nähe und die Mensch, der das auf sein Dach bekommt, finanziert ist. Entschuldigung, das ist jetzt eine ganz grandiose Idee zu sagen, ja, wir machen also wirklich nicht Whole School Approach, sondern Whole Institutional Approach im Sinne von, ich binde die Gemeinde und die Gemeindemitglieder mit ein und wir bauen als Schule für Menschen, die in der Gemeinde Interesse haben. Das ist auch ein deswegen ganz tolles. Deswegen auch Solar Town. Ja, das ist wirklich genau. ein ganz, ganz toller Ansatz. Im Prinzip kann man sich auch ein Crowdfunding zum Beispiel überlegen. Ja? Also wenn man sagt, wir wollen sowas für unsere Schule oder fürs
fürs Sporthaus in der Gemeinde, ja, kann man auch ein Crowdfunding-Projekt starten. Also ich denke, die Finanzierung, und ich finde auch die Kosten, die Materialkosten mit den 5.000 Euro sind jetzt nicht so wahnsinnig, oder? Dass man denkt so, oh, wie finanziere ich das? Also ich denke, da kann man ruhig durchaus kreativ sein, und versuchen, diese Finanzierung aufzustellen. Das ist ja auch Teil der Lernmaterialien, also dass wir da überlegen, was sind die Kosten und wie können wir die sozusagen aufstellen. Letzte Frage, fächertechnisch. Also eigentlich sind wir ja auch in dem Bereich ganz transformativ, oder sind Sie ganz transformativ unterwegs, dass Sie wahrscheinlich ja fächervernetzend das Ganze angedacht haben. Also jetzt nicht nur den Physikkollegen oder den, vor allem für Werkkollegen. Wie sind Sie da vorgegangen? Welche Fächer haben Sie einbezogen? Also wir haben natürlich, es sind häufig natürlich für Physik- oder Biologie-Lehrerinnen oder Lehrer dabei. Werken ist natürlich auch so ein Fach. Heißt das in Deutschland auch Werken? Weiß ich gar nicht. Also ja. Das ist praktisch so, ja, das Bauen von Dingen. Keine Ahnung, wie das Fach in Deutschland heißt. Bei uns in Österreich ist das Werken, also wo man halt selber mit den Schülern irgendwelche Sachen baut. Wir haben aber zum Beispiel auch schon mal ein Projekt gehabt und hatten eine Klasse aus Ungarn da und haben dann die Englischlehrerin dabei gehabt, weil dann alles auf Englisch war. Also auch da gibt es natürlich wieder tolle Möglichkeiten, sich zu vernetzen und andere Formen zu finden. Aber sicher Physik, und Biologie sind natürlich so die Hauptlehrerinnen und Lehrer, die meist dabei sind. Ist aber nicht Muss, wie gesagt, das. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Präsentation und vor allem, dass der europäische, also Klimaschutz im europäischen Kontext ist, glaube ich, ein ganz toller und auch ausbaufähiger Ansatz, den wir definitiv im Blick behalten müssen. Ganz herzlichen Dank. Ich möchte an der Stelle auch schon auf die nächste KISS verweisen im November, falls Interesse besteht, auch von Referentenseite, aber auch von Zuschauern, die sagen, ach cool, dann gucke ich doch nochmal im November rein, 13., 14. November, dann werden wir uns weiterhin mit tollen Projekten beschäftigen und schauen, wie wir das in die Breite kriegen. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Danke auch. Bitte. Danke. Tschüss. Gerne. Tschüss. Wiederhören.